Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen. Erstmal vielen Dank für die ganzen Vorschläge. Ich werde sie alle hintereinander weg bearbeiten, verarbeiten und mich dann erstmal verarbeiten, weil ich muss danach erstmal, also nee, ich muss mich dann wieder beim Psychiater verarbeiten lassen und bearbeiten lassen, dass ich das alles irgendwie aushalte. Aber das kriegt man hin, ne? Dafür gibt's schöne Tabletten und ja, gucken wir mal rein. Ach ja. Yeah. Yes. Yeah. Das ist ja so dumm, ey. What are you doing? Yeah, what do you want, monkey? Well, I want to know what you're doing. We're doing exercise, fatso. Ich werde auch immer, ne, weil sobald ich draußen auf der Straße bin, spucken mich die Leute an. Ne, ich weiß, so, klar, mein Aussehen, verstehe ich, würde mich selber anspucken. Ach, sobald ich draußen auf der Straße bin, ne, deshalb nehme ich auch immer jetzt einen Regenschirm mit, dass es nicht mehr passiert. I am really strong. No, you're not. Au. Oh. That's right, Mookie. You're a strong sauce, Mookie. Have you take some asteroids, Mookie? Asteroids? But the asteroids are bad! Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist immer so die größte Lüge. Es gibt, ich kenne von damals noch ein paar Bodybuilder. Die sind, ja, ich habe hier einen Kaffee. Lego Kaffee. No, Energy. Oh, warm. Okay. Die so jeden Tag trainieren waren, aber sich dann am Ende die Spritze reingepfeffert haben, schön Steroide genommen haben und dann so, ja, sich übel stark gefühlt haben und ja, die haben was erreicht und sowas. Das ist genauso wie wenn man, es gab ja mal so einen ganz bekannten, ne, wenn man zum Beispiel Bachelorarbeit oder die Masterarbeit irgendwo abschreibt, ne, und dann den Bachelor oder den Master bekommt. Denke ich mir auch immer so, mach das doch selber, Mann. Mach das doch selber. Und wisst ihr, was für mich das schönste Kompliment ist? Und das habe ich damals sehr oft bekommen. Du nimmst so Steroide. Das ist für mich das schönste Kompliment. So, danke. Weil wenn man weiß, dass man keine nimmt, und dann sagt jemand zu einem, ja, du nimmst so Steroide. Schön. Es pusht ihn. I'm very, very bad. You're not bad, Mookie. Shut the fuck up. Das gefühlt übrigens der 100. Kaffee heute. Astros are really good. They're healthy. You can be strong, Mookie. Okay, strong, Mookie. I will try some. Yes! Yes, I'm feeling strong! Do one of these, Mookie. Do one of these, Mookie. Yes! Yes! Yes. Come on, Mookie, get him. Yeah! I don't know, Mommy. It was you, Mookie. I'm gonna call. Who you gonna call, huh? Who you gonna call? The police. The police. Hey, Benini, Moody. What do you want, man? What do you want? This guy's like taking asteroids. Was guck ich mir Guys, an? You have a receipt for those asteroids. Oh. You need to hit me? Wisst ihr übrigens, bei den meisten Bodybuildern merkt man das. Damals so ein Freund, hab so gefragt, na, wie findest du das Wetter? Was hast du gesagt? Was Wetter? Ja, und ich wusste ja, dass er sich auch hier, ne, was reinpfeift. Und das ist übelst geil, ne? Da fragst du ihn, und wie geht's dir heute so? Mir geht's ganz gut, mir geht's ganz gut. Ah, alles klar, ich hab dich nur gefragt, wie es dir geht, so, ne? Das sind so Leute, die werden so übelschnell aggressiv, ne? Sagst du hier, ich will dir heute 1000 Euro schenken. Was 1000 Euro, Alter? Ich geb dir 1000 Euro. Das ist ganz, ganz komisch. Ganz gefährliche Menschen, ganz gefährlich. Haltet euch von solchen Menschen fern. Ganz gefährlich. Ja. That's right. Do not take asteroids. Like me. Oh, you will! Pay! Of course not! Oh no! An asteroid!
What the fuck? Das Video war anders, definitiv. Und meine Kinder, was habt ihr jetzt gelernt? Nehmt keine Steroide, wenn ihr trainieren wollt. Es gibt sogar, heutzutage gibt es ja schon, es gibt so einen ganz bekannten, jetzt will ich aber nicht, wie der heißt, der ist, glaube ich, auf TikTok und auf Instagram unterwegs. Der hat Implantate, Muskelimplantate. Das ist kein Witz. Der ist so faul, der will noch nicht mal trainieren, der hat einfach nur Muskelimplantate einpflanzen lassen. So faul ist der Typ. Das finde ich immer so schön, auch genau wie die Leute, ja, ich würde gerne abnehmen. Essen aber jeden Tag 30 Döner und sagen, ja, nee, ich passe ja auf meine Ernährung auf, das kann ja nicht an meiner Ernährung liegen, weißt du, essen nebenbei nur so ein Eis, ne, eine ganze Packung hier, ne, 1 Liter Eis, ah, das kann ja gar nicht an meiner Ernährung liegen und dann holen sie sich ein Markenband, wo ich mir so denke, merk selber irgendwie, ne, dass da irgendwie, ne, nicht nur eine Schraube locker ist, so ein paar mehr Schrauben bei dir, ne. Wie schon gesagt, wenn ihr was erreichen wollt, ihr schafft es, ihr müsst es nur wollen. Und guckt unbedingt das Original an. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.